Fangen wir an, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wie ihr wisst, wollen wir in diesem Kurs die Al-Ajurumiyya, auch genannt Al-Muqaddimatu Al-Ajurumiyya, und manchmal wird sie genannt Muqaddimatu Ibn Ajurum. Wir wollen diese kleine Lektüre in der arabischen Grammatik studieren. Warum gerade die Grammatik? Die Grammatik ist nämlich eine der wichtigsten arabischen sowie islamischen Disziplinen. In der Fülle und der Menge der verschiedenen Wissenschaften nimmt die arabische Grammatik die Spitzenposition. Sie ist nämlich die Stütze aller Wissenschaften und ihr höchstes Gesetz. Also ein Mensch, der nicht diese Grammatik grundlegend beherrscht, für den werden sich auch die Türen zu den anderen Wissenschaften nicht eröffnen. Und durch die Grammatik verstehen wir präzise den Sinn der Aussagen und Worte einer sprechenden Person oder des Koran und der Sunna. Warum präzise? Warum ich sage präzise, das werdet ihr noch sehen heute, inshallah, anhand einiger Beispiele. Ich werde euch zeigen, zu was die Unkenntnis über die arabische Grammatik, zu was für Missverständnissen sie führen kann, selbst wenn du die einzelnen Begriffe kennst. Aber dazu später. Und daher ist es sehr wichtig, dass man sich mit der arabischen Grammatik rüstet, bevor man sich in das Meer der Worte und der Sprache wirft, denn ansonsten setzt man sich möglicherweise dem Ertrinken aus. Abu al-Barakat al-Ambari, welcher im Jahr 577 nach der Hijra gestorben ist, er sagte, die führenden Gelehrten der Altvorderen und Nachfolgenden sind sich darüber im Einklang, dass die Disziplin des An-Nahu, und das ist das, was wir lernen, das nennt sich in der arabischen Sprache An-Nahu, die arabische Grammatik, sie ist eine Voraussetzung für den Rang des Ijtihad. Sie ist eine Voraussetzung für den Rang des Ijtihad. Und wenn du das begreifst, dass diese Grammatik eine Voraussetzung ist, um ein Mujtahid zu sein, dann erkennst du auch hierin den Rang der arabischen Sprache. Es ist interessant, dass einige der Usuliyun, die Usul-Gelehrten sprechen nämlich darüber, was für Bedingungen es geben muss oder was ein Mensch erfüllen muss, damit er eine gewisse Stufe des Ijtihad, einen Rang des Ijtihad erlangt. Der Ijtihad ist nämlich nicht eine Stufe, ein Rang, es gibt da mehrere Abstufungen. Aber interessant ist, dass sie sich alle darin einig sind. Sie sind sich alle darin einig, dass die Grammatik eine Voraussetzung ist. Aber sie sind sich nicht alle darin einig, dass das Auswendiglernen des Korans eine Voraussetzung für den Ijtihad ist. Das ist eine interessante Sache. Denn die Grammatik ist das Werkzeug, um den Koran zu verstehen. Ihn auswendig zu können, ist keine Voraussetzung, um ihn zu verstehen. Tayyib, wir haben hier noch jemanden, Sharahuddin oder Abu Ishaq al-Shirazi, einer der früheren al-Shafi'iyya, welcher im Jahr 476 nach der Hijra gestorben ist. Er sagte über die Eigenschaft des Mufti, sagt, er sollte von der Sprache und der Grammatik so viel kennen, dass er den Sinn und Zweck der Aussagen Allah Ta'alas und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam begreifen kann.
Sharafuddin al-Amriti sagt in seiner Umschreibung der Al-Ajurumiyya, was meinen wir mit Umschreibung? Warum hat er die Al-Ajurumiyya umgeschrieben? Kennt jemand von euch Al-Amriti? Die Al-Ajurumiyya, oder eine Frage, wer von euch hat sich schon mal mit diesem Text beschäftigt? Oder mal einen Blick drauf geworfen oder ihn gelesen? Aber ein Blick auf diesen Text reicht, um zu erkennen, ob es sich hier um einen Prosatext handelt oder nicht. Ist ein Prosatext, ne? Das heißt, es ist kein Gedicht und es ist kein reimender Text. Al-Amriti hat ihn zu einer Manzuma umgeschrieben. Ein Manzuma, das heißt ein Gedicht. Er hat daraus ein Gedicht gemacht. Ein Lehrgedicht. Er sagt darin, وَالنَّحْوُ أَوْلَى أَوَّلًا أَنْ يُعْلَمَ إِذِ الْكَلَامُ دُونَهُ لَنْ يُفْهَمَ. Die Grammatik ist das Erste, was man anfangs lernen sollte, denn ohne sie wird man die Worte nicht begreifen. طيب. Al-Imam al-Shatibi, der malikitische Gelehrte aus dem Al-Andalus, er bestätigt das, indem er sagt, diese segensreiche Scharia ist arabisch. Wer sie verstehen und begreifen möchte, der muss es aus der Perspektive der arabischen Sprache tun. Na, das ist also die Wichtigkeit der arabischen Sprache. Es ist anfangs, bevor man etwas lernt, bevor man sich mit einem Bereich, mit einer Disziplin, mit einem Thema auseinandersetzt, sollte man über seine Wichtigkeit Bescheid wissen. Das ist nämlich unter anderem einer der Faktoren, die dazu helfen, am Ball zu bleiben und dich in einer gewissen Art und Weise auch anspornen. Und die Wichtigkeit erkennend, die Wichtigkeit der Grammatik erkennend, haben Unmengen von Gelehrten kleine sowie große Sachbücher verfasst, Grammatikbücher. Und unter ihnen Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sunhaji, oder bekannt auch unter dem Namen Ibn Ajurum. Bei diesem Text hier, der Al-Ajurumiyya, die wir lernen möchten, hier handelt es sich um einen Matan. Was ist ein Matan? Was ist ein Matan? Ein Büchlein. Übrigens, bevor wir erklären, was ein Matan ist, warum wird oft zu Beginn der Unterrichtung oder des Lernens der arabischen Grammatik dieser Text ausgewählt, die Ajurumiyya? Die Ajurumiyya. Ajurumiyya eigentlich, oft Ajurumiyya ausgesprochen. Aber das Ra hat ein Shadda. Ajurumiyya. Es ist einer der yani weltweit meistgelehrten und gelernten Texte der arabischen Grammatik. Weltweit. Obwohl er nur sehr kurz ist. Also wenn er besteht aus circa 10 Seiten und kann daher auch sehr leicht auswendig gelernt werden. Und wie ihr vielleicht gelesen habt, ist das eine Voraussetzung für die Al-Ijaza, dass man diesen Text auswendig lernt. Wie man das machen sollte, dazu kommen wir noch. Hey, aber was ist ein Matan? Ihr habt oft gehört, es gibt Mutun in jedem Fach. Es gibt im Fiqh Mutun, im Usul al-Fiqh Mutun, im Usul al-Hadith Mutun, im Tajweed Mutun.
Was sind Mutun? Ein Metten ist ein stark komprimierter und konzentrierter Text in einer Wissenschaft, der meistens, nicht immer, meistens nur ihre Grundlagen beinhaltet. Ein Metten wird entweder in Prosa oder Poesie verfasst. Prosa ist wissenschaftlicher, Poesie ist einfacher bei der Einprägung. Tayyip. Und meistens sind die Mutun, weil sie eben so komprimiert und konzentriert geschrieben worden sind, meistens sind sie frei von Beispielen, frei von Beweisen, frei von Begründungen, einfach nur damit sie kurz und knapp bleiben. Und du kannst dir das vorstellen wie Notizen. Das sind Notizen, die wichtigsten Sachverhalte zusammengefasst in kurzen Aussagen, präzisen Aussagen. Und das ist der Grund, warum man die auswendig lernt. Sie stellen sozusagen die Grundlage dar für das Wissen. Wenn du dir diese Texte eingeprägt hast, hast du immer den Grundstein vor deinen Augen und kannst durch ihn auch weitere mit ihm zusammenhängende relative Informationen abrufen aus deinem Gedächtnis. Das fällt dann einfacher. Das ist also der Metten. Zu den Mutun. Mutun ist die Mehrzahl von Metten. Mutun, so, Einzahl Metten. Diese Mutun, für sie gibt es dann Erklärungen in Form von umfangreichen Kommentaren. Und diese nennen wir Scharh. Und zu den Erklärungen, also das war die klassische Art und Weise des Schreibens. Die klassische Art und Weise der Verfassung von Büchern und so weiter war so. Und danach, zu den Erklärungen hier, dem Scharh, gibt es wiederum Randglossen zu einigen Stellen. Die betreffen dann nicht den ganzen Scharh. Und diese Randglossen nennt man Hashia. Hashia. Und zu der Hashia gibt es dann weitere Kommentare, auch nur zu bestimmten Stellen. Und diese nennt man Taqrir. Und das gibt es auch zum Metten Ibn al-Jurum. Gibt es das alles. Mensch, gehen wir weiter. Warum ist die arabische Sprache so wichtig? Also die arabische Sprache generell und die Grammatik insbesondere. Ich habe ein paar Gründe schon genannt, aber es gibt noch weitere allgemeine Gründe. Nummer eins, weil die arabische Sprache unter dem Phänomen der allgemeinen Sprachen fällt, die zur Kommunikation der Menschen dienen. Sie sind der effektivste Weg zur Kommunikation in der menschlichen Gemeinschaft. Zweitens, was die arabische Sprache aber besonders hervorhebt im Vergleich zu den anderen Sprachen, ist der Fakt, dass diese Sprache für die letzte und die universelle Offenbarung auserwählt worden ist. Allah Ta'ala sagt, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun. Wir haben ihn zu einem arabischen Koran gemacht, damit ihr begreift. Damit ihr begreift. Tayyib, die andere Ursache ist, der dritte Punkt baut auf den zweiten auf, gründet auf den zweiten Grund, der vollkommene Zusammenhang zwischen dem Verstehen und Begreifen der Scharia und der Sprache. Und das hat Al-Shatibi so ausgedrückt. Er sagte, jemand, der nur mittelmäßig in der arabischen Sprache ist, nur mittelmäßig, der wird in seinem Begreifen und Verstehen der Scharia, mit der Scharia ist jetzt nicht nur Fiqh gemeint, sondern allgemein, der wird auch nur mittelmäßig darin sein. Wer fabelhaft mit der Sprache umgehen kann, der wird auch fabelhaft mit der Scharia umgehen. Wer aber nur schwach, wer in der arabischen Sprache schwächelt,
der wird auch in seinem Verständnis der Scharia schwächeln. Und das ist eines der Hauptgründe, warum jemand, der keine Ahnung über die arabische Sprache hat, sein allgemeines Verständnis und das, was er aus den Texten vermeintlich versteht, immer in einer gewissen Weise anzweifeln sollte. Also sich nicht zu sehr auf sein Verständnis verlassen sollte. Ein vierter Grund ist der Reichtum der arabischen Sprache. Und eines der sekundären Grund, dass die arabische Sprache eine der 6 Amtssprachen der Vereinten Nationen ist und eine der meistgesprochenen Sprachen auf der Welt. Das aber nur mit ein bisschen, also mit einer gewissen Vorsicht gesagt, mit einem gewissen Vorbehalt. Denn das, was heute in den meisten Ländern gesprochen wird, das als Arabisch zu bezeichnen, ist manchmal schon etwas, ja, nee, wagmütig. Zumal es in diesen Dialekten kaum, also du findest kaum die arabisch-klassische Grammatik. Da ist alles oben und unten schief. Auch was, also das betrifft nicht nur die Aussprache. Viele denken, die Unterschiede zwischen den Dialekten, also den Dialekten untereinander und den Dialekten insgesamt und der arabischen Sprache liegt nur in der Aussprache. Das ist aber nicht so. Das ist nicht Realität. Die Unterschiede sind in, ja, die siehst du auf jeder Stufe, in der Grammatik, also grammatikalisch, wenn du die Dialekte mit der arabischen Grammatik analysieren würdest, das würde gar nicht klappen. Auch morphologisch, stilistisch, was die Verwendung von Begriffen angeht, also lexikografisch, die Unterschiede sind auf jeder Ebene da. Deswegen das Letzte nur ein bisschen mit Vorbehalt. Naja, gehen wir mal weiter. Hier nochmal ein Beispiel, das ist die Aussage von Al-Shafi'i. Ein Beispiel zu diesem Punkt hier, der Punkt und der hier. Al-Shafi'i war ein Imam in der Sprache, ein Mujtahid in der Sprache. Es gibt den Ijtihad auch in der Sprache, sie ist nämlich auch eine Wissenschaft. Das heißt, genauso wie jemand im Fiqh Mujtahid sein kann, kann er auch Mujtahid in der Sprache sein, ohne den Fiqh. Es kann sein, dass jemand Mujtahid in der Sprache ist, aber nicht im Fiqh. Tayyib. Er sagt, nicht aus einem anderen Grund sind die Menschen der Unwissenheit und Zwietracht zum Opfer gefallen, also den verschiedenen Auffassungen der Zerstrittenheit, als das Verwehen der arabischen Sprache. Die Offenbarung des Korans und das Erscheinen der Sunna geschah nur in der Wendung der arabischen Sprache und ihrer Kommunikationskultur in Dialog, Rede, Argumentation und Betrachtung oder Betrachtungsweise. Das heißt, wer den Koran verstehen will, der muss sich in die Lage der Araber, der ersten Araber versetzen können, ihre Kultur, also Sprachkultur, Redenskultur begreifen können und demgemäß die Texte des Korans verstehen. Die arabischen Wissenschaften, also wir reden heute ein bisschen drumherum, weil das ist eine Einleitung. Ich möchte einfach, dass ihr ein Bild habt von dem Ganzen, was wir machen wollen und allgemein von den arabischen Wissenschaften. Die arabische Sprache besteht natürlich nicht nur aus der Grammatik. Die arabische Sprache ist ein Komplex, bestehend aus 13 plus minus Wissenschaften. Warum sage ich plus minus? Weil manche in der Aufzählung, in der Zählung der Wissenschaften andere Auffassung sind. Das hat nicht damit zu tun, dass der eine Wissenschaft kennt, die der andere nicht kennt. Das hat einfach damit zu tun, dass manche gewisse Bereiche als separate Wissenschaften zählen und andere zählen das nicht dazu. Es gibt ungefähr 13 Wissenschaften. As-Sarf, Al-Nahu, Al-Rasm, Al-Ma'ani, Al-Bayan, Al-Badi', Al-Qawafi, Al-Insha', Matnul Lugha und anderes.
Aber die wichtigsten dieser Wissenschaften sind vier. Also die, jemand, dem es darum geht, den Koran und die Sunna und den Kalam der Ahlul Ilm, die wissenschaftlichen oder islamrelativen Texte präzise und genau zu verstehen, den interessieren an erster Stelle nur vier Wissenschaften davon. Vier Wissenschaften sind für ihn yani unbedingt notwendig. Und ich will euch kurz eine Übersicht über diese vier Wissenschaften geben. Diese vier Wissenschaften können wir in zwei Gruppen einteilen. Zwei davon betreffen das einzelne und isolierte Wort, also ein einzelnes, separates Wort. Und die anderen zwei betreffen die Sätze. Also nicht mehr das einzelne Wort, sie untersuchen den Satz als Ganzes. Erst dann finden sie Anwendung. Schauen wir uns diese vier Wissenschaften mal an. Hier haben wir die erste Gruppe, Wissenschaften, die um die einzelnen Begriffe handeln. Das ist einmal die Morphologie, die nennt man in der arabischen Sprache As-Sarf. As-Sarf. Wissenschaft von den Formveränderungen. Jedes Wort hat eine Form. Jedes Wort hat eine Form. Und diese Wissenschaft handelt um die Formbildung der Wörter. Das heißt, die Morphologie tut da, welche Position der einzelne Buchstabe im Wort nimmt, welche Vokale er bekommt, dieses Fetha, Kasra, Dhamma und so weiter, die Reihenfolge der einzelnen Buchstaben und alle Veränderungen innerhalb des Wortes, ausgenommen vom letzten Vokal. Das interessiert die Morphologie nicht mehr. Dann gibt es noch eine weitere Wissenschaft, hier, die auch nur das einzelne Wort betrifft, die nennt man Ilmul Lura oder Matnul Lura oder Ilmul Ma'ajim, Lexikographie in der deutschen Sprache. Das ist die Wissenschaft von der Aufzeichnung und Erklärung des Wortschatzes. Das heißt, was bedeutet dieses Wort? Wie haben die Araber das verwendet? Für welche Dinge wurden diese Worte genutzt? Ja, in welchem Kontext hat man sie benutzt? Also, das ist die Lexikographie. Ilmul Lura, das nennt man Ilmul Lura. Und für diesen Bereich bestehen halt die Wörterbücher und so. Die Wörterbücher kümmern sich um diesen Bereich der Sprache. Dann gibt es zwei Wissenschaften, die um die Sätze und Wortzusammensetzungen betreffen. Das erste ist hier unser Thema, unser Fach, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Die Grammatik, der Syntax, Al-Nahu. Und das zweite ist die Rhetorik, Ilmul Balagha. Die Rhetorik besteht auch aus mehreren Unterbereichen, das ist ja jetzt nicht relevant für uns. Die Kunst der Rede. Die Kunst der Rede. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Achso, hier könnt ihr das nochmal so. Seht ihr das nochmal dargestellt? Arabische Wissenschaften, Einzelbegriffe, Lexikographie, Morphologie, Sätze, Rhetorik und die Grammatik. Übrigens, in der Frühe hat man die Grammatik und die Morphologie als ein Fach behandelt. Also früher fiel unter dem Wort al-Nahu beides. Die Morphologie, also die Formlehre, die sich um die einzelnen Begriffe kümmert, wie sie aufgebaut werden, die Position der Buchstaben, jede Veränderung, wie wird das Wort verändert, wie wird es erweitert, wie wird es abgekürzt. Und die Grammatik, dass beide Fächer fielen unter das Wort al-Nahu. Mit der Zeit aber hat sich das dann entwickelt und das wurden zwei separate Wissenschaften. Okay, was ist aber die Grammatik? Das hat uns jetzt zu interessieren, denn die Al-Jurumiyya ist ein grammatikalischer Text. Ein Text bezogen auf die Grammatik, hauptsächlich. Kann sein, dass da ein wenig andere Sachen erwähnt werden, aber nur, das ist nur sekundär. Was ist die Grammatik und um was handelt sie? Die Definition der Grammatik ist eine ungefähre, abgekürzte Definition. Die beinhaltet nicht alle Details, weil das sonst so kompliziert wird.
Also wir können zur Grammatik sagen, die Grammatik ist ein Regelsystem. Ein Regelsystem. Das heißt, die Grammatik sind eigentlich Formeln. Ein Großteil davon sind einfach nur Formeln, die du dir einprägen musst und anwenden musst. Ein Regelsystem zur Zustandsbestimmung des letzten Buchstabens, das hier unterstreichen. Zustandsbestimmung des letzten Buchstabens. Und auch hier Zustand. Nicht der letzte Buchstabe wird bestimmt, sondern der Zustand des letzten Buchstabens. Was heißt es? Ja, nicht das Vokal. Was für ein Vokal bekommt der Buchstabe am Ende? Ein Regelsystem zur Zustandsbestimmung des letzten Buchstabens eines Wortes innerhalb eines Satzes. Warum sage ich hier extra innerhalb eines Satzes? Weil wir haben eben gesagt, Einzelbegriffe fallen nicht unter die Grammatik. Das heißt, wenn ich nur sage, gib mir bitte irgendein arabisches Einzelwort, das ihr kennt. Irgendein Einzelwort, das ihr kennt. Kitab. Sagen wir mal Kitab. Jetzt kommt in der Fragestellung, bestimme den grammatikalischen Fall von Kitab. Bestimme den grammatikalischen Fall von Kitab. Diese Frage ist nicht korrekt, weil Kitab steht nicht im Kontext eines Satzes. Es ist ein einfaches, isoliertes Wort. Das kann grammatikalisch nicht behandelt werden. Das fällt nicht mehr in dem Bereich der Grammatik. Das ist also die Grammatik. So, ich gebe euch jetzt ein Beispiel dafür. Ein interessantes Beispiel aus dem Koran. Weil, wenn wir verstehen, dass die Grammatik nur wirklich nur den letzten Buchstaben betrifft, den Zustand des letzten Buchstabens, dann können wir das anhand dieses Beispiels sehr genau erkennen. In dem Beispiel kommt ein Wort dreimal vor, ein und dasselbe Wort kommt dreimal vor, aber jedes Mal mit einer anderen Endung, mit einer anderen Haraka. Und wodurch wurde diese Veränderung verursacht? Durch die Grammatik. Wir sehen mal diesen Vers hier. Hier kommt das Wort Al-Hajj dreimal vor. Al-Hajju Ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-Hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajji. Wir haben einmal hier das U-Vokal, das Dhamma. Dann haben wir das A-Vokal, das Fatha. Und dann haben wir hier das Kasra, das I-Vokal. Diese Veränderung. Nur diese Veränderung ist Themenbereich der Grammatik. Also das heißt, die Grammatik sagt mir, warum steht dieses Wort mit einem U hier und was für einen Einfluss hat das auf seine Bedeutung? Warum hat das hier ein Fatha und was bedeutet das dann? Und warum hat das hier ein Kasra und was für einen Einfluss hat das auf die Bedeutung? Denn man könnte sich fragen, eine ganze Wissenschaft nur um das letzte Vokal zu bestimmen. Warum aus einer Ameise einen Elefanten machen? Das ist nicht so. Es ist so, dass jedes Vokal oder jeder Vokal am Ende des Wortes den grammatikalischen Wert des Wortes angibt und somit auch einen Teil seiner Bedeutung formt. Es ist nicht nur die Haraka und das war's. Die Haraka bestimmt zum Teil auch die Bedeutung mit. Hier ist die Übersetzung des Verses. Das Wort Hajj dreimal. Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate, wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Bevor wir mit diesem Beispiel jetzt beginnen, mit diesem Beispiel will ich euch nämlich zeigen, was für einen immensen Einfluss die Grammatik auf die Bedeutung hat, wollen wir das nochmal kurz hier zusammenfassen. Dass diese Mindmap soll euch nur nochmal zeigen, also
was unter die Grammatik fällt und was nicht. Anhand der Definition. Da schauen wir uns mal an die Grammatik hier. Die Veränderung des Wortes. Wir haben ja gesagt hier, zurück hier, Zustandsbestimmung des letzten Buchstabens. Das heißt, es handelt sich hier um ein Phänomen oder um etwas, das sich verändert. Und deswegen muss es bestimmt werden. Aber diese Veränderung im Wort kann ja in der Mitte auftreten, kann am Anfang auftreten und kann am Ende auftreten. Welches davon beschäftigt die Grammatik? Ist die Veränderung des Wortes am letzten Buchstaben, dann betrifft es die Grammatik. Betrifft es aber Veränderungen, die am Anfang oder beispielsweise in der Mitte stattfinden, dann betrifft es nicht mehr die Grammatik, sondern die Namen. Al-Mus-Sarf, ein Beispiel. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Wir haben zum Beispiel hier ein Wort. Das Wort Qawala. Daraus wird Qala. Aus Qawala ist Qala geworden. Diese Veränderung ist jetzt in der Mitte passiert, ist mittig stattgefunden und betrifft nicht den letzten Buchstaben oder genauer gesagt den Vokal des letzten Buchstaben. Das ist nicht Bereich der Grammatik. Oder beispielsweise aus Yachruju wird Yastachriju. Yastachriju. Ja. Yastachriju. Hier sehen wir haben hier noch die drei Buchstaben. Kharaja haben wir auch hier. Kharaja. Aber da wurde etwas am Anfang hinzugefügt. Der Anfang des Wortes hat sich verändert. Das betrifft nicht die Grammatik und so weiter. Da eben eine andere Frage, was die Grammatik betrifft. Ist das Wort deklinierbar? Was heißt deklinierbar? Das heißt, hat es ein veränderbares Ende? Ist das Ende des Wortes, der Abschluss des Wortes, ist der überhaupt veränderbar, veränderlich? Wenn ja, dann stellt sich die Frage, in welchem Fall steht es? Da gibt es vier Fälle. In der arabischen Sprache wie in der deutschen Sprache gibt es vier Fälle. Ich habe die deutschen Begriffe übernommen. Die arabischen lernen wir noch. Akkusativ, Nominativ, Genitiv. Jazmatus gibt es im Deutschen nicht. Ich weiß nicht, ob euch diese Begriffe noch was sagen. Wer aber in der Schule war, hat sie bestimmt schon mal gehört. Und dann stellt sich die Frage, welches Vokal kennzeichnet den jeweiligen Fall? Oder ist das Wort undeklinierbar? Undeklinierbar heißt, es verändert sich nicht. Es ist unveränderlich. Es gibt in der arabischen Sprache Wörter, die verändern sich nicht. Die sind wie ein Stein immer fest. Das Ende dieses Wortes verändert sich niemals. Und dann stellt sich die Frage in der Grammatik, warum ist das so? Ein einzelnes Wort kann grammatikalisch nicht analysiert werden, betrifft nicht die Grammatik. Wenn wir sagen, es untersucht das Ende des Wortes, dann das Ende, das sind ja zwei Sachen. Einmal der letzte Buchstabe und einmal das letzte Vokal. Den letzten Buchstaben untersucht die Grammatik nicht. Das ist nicht ihr Fall. Das letzte Vokal, ja, das wird von der Grammatik erforscht. Jetzt will ich ein Experiment mit euch machen. Um euch zu zeigen, was die Grammatik bewirkt. Ich habe hier vier Wörter für euch. Ich hoffe, ihr kennt sie alle. Ta'kulu. Kennt ihr Ta'kulu? Schreibt einfach die Übersetzung der kommenden Wörter. Wer es kennt, der schreibt einfach die Übersetzung. Ta'kulu. Ja, du isst. Essen. Jayid. Okay. Nächste. As-Samak. Fisch. Tashrab. Trinken. Du trinkst. Al-Laban.
Milch. Okay. Hier sind einige Teilnehmer sind aus einem anderen Kurs, die sollen jetzt meine Frage nicht beantworten. Die aus dem Grundkurs beantworten die Frage nicht. Fisch und Milch, das sagt euch bestimmt was, oder? Fisch und Milch kennt ihr bestimmt aus der Weisheit der Oma. Habt ihr schon mal was gehört? Oder der Eltern vielleicht? Okay, also man soll sie nicht zusammen essen, ja? Das sagt die Weisheit der Oma. Die ist übrigens falsch, diese Weisheit. Das ist nicht korrekt. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Jetzt zeige ich euch etwas, warum das so gefährlich ist, wenn man mit Wörtern hantiert, ohne die Grammatik zu kennen. Wir machen aus diesen vier Wörtern jetzt einen Satz. Wir nehmen diese vier Wörter und machen daraus einen Satz. So, aber wie gesagt, diejenigen, die das schon mal von mir gehört haben, sollen nicht antworten. La ta'kul. La ta'kul as-samak. Wa tashrab al-laban. Was bedeutet das? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. ما معنى هذه الجملة؟ Iss keinen Fisch und trink keine Milch. Okay. Diese Antwort wollte ich hören. Ich sage euch jetzt, warum es so gefährlich ist. Der Mensch hat, es ist ja oft so, dass man gewisse Gedanken, ja, einen Gedanken hat im Kopf, die von irgendwo herkommen. Es ist nicht so wichtig, woher. Man ist aber in einer gewissen Art und Weise beim Verstehen der Sprache beeinflusst durch die Informationen, die schon in deinem Gehirn existieren. Es kann sein, dass du denkst oder diesen Satz schon oft gehört hast, dass man keinen Fisch mit Milch trinken soll. Kein Fisch essen soll und dazu Milch trinken soll. Und jetzt hast du diese Begriffe Milch, Essen, Trinken, Fisch und dein Gehirn sagt dir jetzt sofort, dass diese Sätze hier bedeuten dieses und jenes. Diese Sätze hier bedeuten dieses und jenes. Also entsprechend dem, was du schon in deinem Gehirn hast. Und das ist die Gefahr. Denn mein Satz, so wie ich ihn ausgesprochen habe, sollte das gar nicht sagen. Und übrigens, das passiert auch im Lesen vom Koran und der Sunna. Ich gebe euch dafür ein bekanntes, berühmtes Beispiel, was mir jetzt so spontan einfällt. Ihr kennt sicherlich den Hadith, in dem ein Beduine zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und zu ihm sagt, er fragt ihn über die Säulen des Islams, über das Gebet, über das Fasten, die Zakat, den Hajj und die Shahada. Und als er dann wegging, er sagte, La azidu ala hada, wa la anqusu min. Ich werde, La azidu ala hada, wa la anqusu min. Wer übersetzt das bitte? Vielleicht jemand von euch kann es übersetzen. Jakob, du nicht.
streben. Auch hier ist genau diese Antwort das, was ich wieder wollte. Es kann sein, dass jemand von euch diesen Hadith nie im Arabischen gelesen hat. Aber er kennt das Wort Zada wa Naqas und hat diese Übersetzung so gelesen oder mal von jemandem gehört. Und automatisch verbindet er die Übersetzung, die er schon mal gehört hat, mit diesen Begriffen. Er nimmt sie kritiklos an, ohne das zu hinterfragen. Dieser Text kann ganz anders übersetzt werden und einige der Ahlul Ilm sind sogar der Auffassung, dass diese Bedeutung richtiger ist. Und zwar, لن, لا أزيد ولا أنقص kann heißen, ich werde dem nichts hinzufügen und nichts wegnehmen im Sinne, er geht ja zurück zu seinem Volk, er geht zu seinem Volk zurück und wird ihnen nichts verheimlichen und wird dem auch nichts hinzufügen. Das bedeutet dann aber nicht, dass er nicht mehr und nicht weniger tun wird, denn die Scharia des Islams sind nicht nur diese vier oder fünf Dinge. Es gibt noch andere Pflichten und andere Verbote. Das zeigt uns die Wichtigkeit der Grammatik. Jetzt wollen wir dieses Quiz hier mal auflösen, das mit diesen Begriffen hier. Und dann machen wir Schluss für heute. Wir haben drei Sätze. Wir können diese vier Wörter nehmen, um daraus drei Sätze zu formen. Die Endung ändert sich. Die Endung, die sich verändert und diese ganze Bedeutung mit verändert, ist nur die Haraka auf dem Buchstaben Ba. Nur die Haraka auf dem Buchstaben Ba. La ta'kul. Das heißt eigentlich hier, wenn ich das verbinde, La ta'kul is-samak. La ta'kul is-samak. Aber dieses Kasra ist nur ein Überbrückungskasra. Das grammatikalische Vokal ist das Sukun. Deswegen habe ich das so aufgeschrieben. Aber wenn du das aussprichst, sagst du La ta'kul is-samak. طيب لا تأكل السمك وتشرب اللبن. Satz 1. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. Eigentlich hier auch تشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. Ihr seht immer die gleichen Wörter. Alles ist gleich, nur die Haraka des Ba verändert sich. Aber es sind drei ganz verschiedene Bedeutungen. Nur mal kurz hier auflösen. Der erste Satz hier, in dem das Ba ein Dhamma hat, er sagt, ess keinen Fisch, aber trink Milch. Ja, du sollst keinen Fisch essen, unabhängig davon, ob du das zusammen machst oder nicht, du sollst überhaupt keinen Fisch essen, aber du kannst Milch trinken. Satz 2 sagt dir, iss keinen Fisch und trink auch keine Milch. Das sind zwei separate Verbote. Du sollst nichts machen. Weder sollst du Fisch essen, zusammen oder alleine. Und du sollst auch keine Milch trinken, zusammen oder alleine. Der Satz 3 sagt dir, iss keinen Fisch mit der Milch zusammen. Iss keinen Fisch mit der Milch zusammen. Ein Mensch, der die Grammatik nicht kennt, der würde niemals auf diese drei Arten kommen. Er würde immer nur das verstehen, was er schon in seinem Kopf hatte. Ich hoffe, ihr habt begriffen, was ich damit sagen will. Das heißt, dein Verständnis von den Texten ist teilweise von deiner Kenntnis abhängig, voreingenommen, ist teilweise voreingenommen. Was das Auswendiglernen angeht, am besten ist es natürlich, wenn man sich das selbst einfach macht, und zwar das Stück für Stück, Happen für Happen lernt. Und es ist am besten ist es, wenn man immer den Teil, den wir behandeln im Unterricht, bis zur nächsten Woche auswendig gelernt hat. Du hast eine ganze Woche Zeit für 2, 3, 4 Zeilen und das ist nicht viel. 2, 3 Zeilen, das ist überhaupt nichts. Das kann man eigentlich an einem Tag lernen. Aber du hast eine ganze Woche Zeit. Das ist natürlich einfacher, als wenn man die Sachen, als dass man die Sachen ja anstapelt. Und dann fällt es einem durchaus schwerer. Das heißt, immer diese 3, 4 Zeilen, die wir besprechen, auswendig lernen,
50, 60, 100 Mal wiederholen. Beim nächsten Dars, bevor man dann das Neue lernt, nochmal das Alte 15 bis 20 Mal wiederholen und dann das Neue damit verbinden. Und so macht man das mit dem Text, bis man ihn zu Ende hat. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr die Al-Ajunumiyya lernt, auswendig lernt, sie wird euch die Grammatik sehr einfach machen. Zukünftig wird die Grammatik sehr einfach für euch werden. Denn sie beinhaltet, wie gesagt, die Grundelemente. Sie beinhaltet in jedem Kapitel das Grundelement. Wir sind dann hier fertig für heute. Hat jemand irgendwas anzumerken? Die PDF gibt es auch auf der Webseite. Du kannst auf Downloads gehen, da ist die Al-Ajunumiyya. Also die Prüfung ist nur freiwillig. Wer das möchte, kann das machen. Ja. Naja. Okay, dann sind wir hier fertig. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum.